Gutzi. Na komm. Fein. Mädchen. Feines Mädchen. Feines Mädchen. Einmal Dürschaum. Dürschaumwoche. Jetzt ein Stein-Käsebrötchen oder ein Toskana? Oh. Ich glaube, die denken alle, ich will nur Abonnenten haben. Aber ich glaube, lang ein bisschen so, ne? Ja, das ist aber Quatsch, da habe ich da überhaupt nicht so gesagt. Oder nur weil der eine Kollege da behauptete, meinte, ich sollte so und so die Videos und so machen. Deswegen halt doch nur. Naja, das kam wahrscheinlich nicht so raus. Das ist ja auch real. Ich meine, dass ich das nicht auf Abonnenten absehe, ist ja immer klar. Ich entschuldige mich ja auch dauernd dafür, dass der Kanal so ist, wie er ist. Aber er ist halt so, wie er ist. Fertig aus. Tja, da werde ich wohl wieder an der Fleischwurst hängen bleiben. Nuckeln müssen. Die Katze bemitleidet dich schon total. Ja, sie würde mir abnehmen. Das leid. Schon so eine Jute, die Mizi. Die macht das schon. Sie ist schon. Ist bereit. Ja, ist eine nette auch. Immer zur Stelle, wenn man sie nicht braucht. Ja, den einen Morgen ist sie über Skadi rumgerannt im Bett und Skadi immer. Im Schlaf. Das ist nicht gut für deine Linie. Mitzi, was würdest du jetzt mit der Wurst anfangen? Du wirst einfach weglaufen damit. Was für ein Scheiß, ey. Die Nacht ist immer zu kurz. Jetzt sitzt auf in den Shop. Plopp! Oh, ich hab irgendwie ja keine Lust so richtig. Och Mensch, mein Kopf tut weh. Ich fühle mich nicht gut. Ich möchte schlafen auf der Stelle, obwohl das wäre auch nicht gut für den Kopf. Tut da noch mehr weh. Jo, da sind wir wieder. Guten Morgen. Dörschaum und ich im Keller. Dorschaum. So, und also nur am Rande, also mit dem Kommentieren, das war nicht so ernst gemeint. Also ihr müsst natürlich überhaupt nichts, ja. Und ist alles gut, so wie es läuft. Ich finde es fantastisch. Super, ja. Bloß wie gesagt, offensichtlich ist es tatsächlich, dass das YouTube ist so durchgestylt und durchdacht, dass sie alles analysieren und durch diese Analyse werden dann bestimmte Kanäle tatsächlich auch gehypt. Sprich, insofern, wenn du irgendwie total trendy bist, wirst du halt auch jedem Arsch angezeigt. Ja. Also ich krieg Sachen zu sehen, die, schaue ich mir natürlich nicht an, aber wenn ich YouTube aufmache, dann ploppen bei mir auch Vorschläge auf. Die sind alle nur aufgrund irgendwelcher Analysen, weil irgendwelche Kanäle gerade irgendwie besonders frequentiert sind oder so. Nicht mal viele Aufrufe oder so vielleicht. Oder nicht mal viele, wie sagt man, Abonnenten haben die. Aber eben, es ist eine erhöhte Sichtbarkeit tatsächlich. Wenn da wirklich viel Verkehr ist auf der Seite, dann wird das so ein bisschen nach vorne geschoben. So, ich habe ja gestern eine schöne Lampe gekauft. Die ist leider nicht alt. Alt wäre sie natürlich richtig gut. Ist ein Nachbau von einer klassischen Deckenlampe. Also keine Kopie, aber eben eine nachempfundene. Also von einer guten Firma auch.
wunderschöne Glasschirme. Zwei Stück. Und die mache ich jetzt ein bisschen sauber. Die kann ich hier ja nicht hängen. Ist viel zu flach. Die hängt viel zu tief. Mann, Mann, Mann. Wo hängen wir die hin? Hier wäre doch cool. Hier so. Klack. Ja, hier so Club-Atmosphäre hier in dem. Club-Atmosphäre. In dem Raum hier, ey. Na, ja, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Mal einfach machen, ey. Krasse Bohr. Alter Falter, ich kann es nicht mehr hören. Dass in Südafrika die Räder billiger sind als hier, ist mir klar. Ich kann es aber echt nicht mehr hören. Ich will nicht mehr darüber reden, warum die Räder hier so teuer sind, wenn ich sage, draußen für das Rad 90 Euro. Für ein Rad, wo ich das Hinterrad, nagelneu, Hinterrad getauscht habe. Sag, naja, man, die Reparatur kostet schon 80 Euro, so ein Hinterrad zu tauschen. Wenn du das zu mir bringst und du willst ein neues Hinterrad eingebaut haben, 80 Euro. Das ist nochmal so. Oh, war so teuer. Mann, gib mir auf den Sack, ey. Ich nehme 10 Euro für den Rest des Rades. Bescheuerter Scheiß, ey. Und von was soll man denn sonst noch leben, ey? Meckerkanal. Meckerkanal. Und hier ist nicht Südafrika. Ganz einfach. Ist halt. Gib mir auf den Sack, ey. Komm hier darauf. Jetzt vergesst du die südafrikanischen Preise. Da sagst du zu mir, ja, mein Rad habe ich damals für 1 Euro gekauft. Das war bisher echt der schärfste Spruch, den ich gehört habe. Mein Rad habe ich damals für 1 Euro noch gekauft. Die Zeiten haben sich wohl geändert. Noch so hinterher. Ich dachte so, für 1 Euro habe ich noch nie was gekauft. Also mal ein Kaugummi-Streifen oder Bisicke oder Rolle Drops oder so. Oder ein Eis oder. War doch kein Fahrrad für 1 Euro, ey. Schöne Lampe. Also, wer sie kaufen möchte, bitte darf sich gerne melden. Ein bisschen mehr als 150 Euro wären schön, weil dann habe ich irgendwie so. Ja, dann hat sich das gelohnt, sozusagen. Oder. Allerdings wird die nicht versendet, weil ich glaube, dann ist sie kaputt. Also, dann geht sie 100% kaputt. Das will ich nicht. Das ist schon geil mit diesem Hoch- und Runterziehen, mit dem Patent.
für eine Aktion? Ich glaube, ich habe über eine Stunde gebraucht, um diese verfickte Lampe anzubringen, ey. Jetzt hängt sie, ich bin glücklich. Verbogen ist sie. Muss ich noch ein bisschen richten. Mein schlecht die Lager. So, das erste habe ich schon gerichtet. So ein bisschen. Jetzt kommt das nächste hier, dieses verdrehte hier an der Lampe. Schauen, ob ich das hinkriege. Ey. Wenn nicht, ist es halt kaputt. Ja. Dazu bringt es mir Hölzer. Ach, Weinding. Ach, Mensch. Aber Weinding, wie geht's? Gut? Alles gut. Alles gut? Ja. Der sieht schon richtig gut aus jetzt. Ach, das ist schon in Ordnung jetzt. Schöne Lampe. So, da bin ich wieder. Also, ich war gerade was essen, kurz, mit meiner Frau zusammen, denn die hat ja heute frei. Heute ist Mittwoch. Also, sie ist heute zu Hause. Die muss mit Lumen, die hat nicht frei, die muss mit Lumen zum Ergotherapie und zur Logopädie. Joa. Und ich muss jetzt ein Fahrrad reparieren. Unglaublich aber wahr, dass das heute noch vorkommt. Ja, fang ich mal an. Ich hol mal Draht. Platter Reifen. Nichts Besonderes. Ja, Mensch, Skinners, was der mit dem hat. Ja, hier ist alles noch gut. Vorne ist er platt. Machen wir mal Licht an. Mal gucken, wie das so wirkt. Da haben wir jetzt noch Licht hier von der Seite. Das Ventil raus. Ja! Was für ein Problem? Ich habe gerade angerufen, dass Dani's Auge ganz angeschwollen ist, weil heute früh wurde sie vom Kind gehauen auf dem Auge. Und gestern nach dem Ausschlag, nach dem Schlafen ist es ganz dick, die Kids kommen noch auf, oder nicht? Ja, eigentlich klar. Ich meine, warum machen die das nicht? Das war heute Morgen, wo die dann mit so einem Holzstock am Auge gehauen. Mei, aber was ist denn los in der Kindheit? Einer war nicht dabei, du kannst jetzt nur so sagen, wie es war. Und dann war auch alles okay. Und jetzt so nach dem Schlafen ist es ganz dick geworden. Was ist denn das für eine Kita, ey? Die meine schwillt gerade richtig zu. Hier so. Wenn es okay ist, muss ich zum Arzt. Nicht so schlimm ist nicht, wa? Kommst du erstmal nach Hause, guck mal. Was? Wo kommst du erstmal? Ja, aber es ist ja da gleich um die Ecke, weißt du? Achso, der Arzt, ne? Dann geh gleich hin. Ja, ich guck mal, was die sagen. Immer was Neues, ja, ey. Da denkst du, du hast ein bisschen Ruhe oder so. Jetzt hat Skadi einen Unfall in der Kita gehabt, offensichtlich. Keiner weiß, wie es passiert ist. Ja, jetzt ist echt die geilste Kita ever. Mit Lumen klappt es nicht. Mit Skadi, Lumen kam gestern mit blauen Augen nach Hause. Keiner weiß, was passiert ist. Und Skadi heute. Das habe ich draußen auf der Straße gefunden und musste ich mitnehmen. Lumen hat gesagt, nein, nicht mitnehmen. Er sagt, wieso nicht? Da habe ich es liegen lassen und auf dem Rückweg war es immer noch da. Ja, wir waren ja beim... bei der Ergotherapie, genau, das war bei der Ergotherapie, da fehlen mir die Worte, ich muss zum Logopäden. Auf dem Rückweg lag es immer noch da, ich meine, wundert, dachte dann, Köln ist eigentlich immer alle weg, das ist ein bisschen beschädigt, hier ist die Seite ab, die müssen ein bisschen wieder rannageln, aber ich dachte mir, nö, also das Deko-Ding, Alter, sieht doch gut aus. Naja, ich habe viel Deko, ne, wisst ihr ja Bescheid, dachte ich mir, muss ich mitnehmen. Ist doch egal, wenn ich es im Kanal treiben lasse, irgendwann mal mit einer Nachricht drauf oder so. Viel Spaß an dem Teil und wir sehen uns. Gute Reise. Die ist wieder angenagelt hier auf alle Fälle. Eins fehlt noch.
Hat sie gerufen ab hier? 15 Euro? Mal gucken. Erstmal, wo ich das abstelle. Ist sie bereit? Mhm. Ist ja Wahnsinn. Kann man das aus der Hüfte? Kann man was? Kann man das aus der Hüfte machen? Ja. Kann man nicht so einschätzen, war so richtig. Du ja, wahrscheinlich schon. Ich schon. Was ist denn? Hallo. Oh, blauer Fleck. Hallo. Hallo. Mal kurz. Schlecht geworden. Dir ist schlecht geworden? Wir waren auf dem Spielplatz. Ja, das Gadi ging so schlecht, dass wir noch auf dem Spielplatz gehen müssen. Wieso? Ich will aber nicht mit. Nein! Schon wieder dunkel, ey. Was? Es wird schon wieder dunkel, ist ja furchtbar. Auf jeden Fall. Mann, wahrscheinlich kann man das. Ich habe 7 Nachrichten. Boah. Willkommen bei Mogul Rikscha. 12, 12 bis 19 Uhr, Elbe Straße 1. Ja. Und die sind günstig. 2,5 ja, ist ja nicht schlecht. Und der ist geländegängig, aber wie? Ja, natürlich. Der hat geile Geländeeigenschaften. Wenn du da noch Ballonreifen aufziehst, so dann, naja, also können wir ja nehmen, wenn du sagst, das ist irgendwie. Ich habe mich mit meinem Bruder darüber unterhalten und der meinte, da musst du schon Ahnung haben von Schrauben, ja, weil die sind anfällig. Habe ich mich informiert. Naja, so anfällig sind sie nicht wirklich, aber man sollte schon firm sein, was die Schrauben angeht. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie viel Zeit investierst du in ein Auto und wie viel Zeit hast du denn für dich und deine Arbeit und die Firma auch nicht, ja? Also ein Auto läuft aber auch irgendwann. Das ist ja nun nicht so, dass er nur 100 Kilometer fährt und dann wieder schraubst du wieder ran. Meine Atze ist da halt. Ja, na klar, dann kaufen Neuwagen, halt. Okay. Dann, wenn man sich das leisten kann, kann man das machen. Ja, Jetzt mit dem Hyundai gewesen. Ja. Naja, Kutsche, Tieflader. Nicht gut. Da haben wir doch schon bessere gehabt. Ach so. Doppelkabinen. Ja. Na Quatsch. 10, auf die 10. Seite. Sag mal, 5.000 Euro aber Ritze. Naja, nee. Also wie sagt das schon? Wir haben ja auch was gefunden, was also das war ja in Ordnung. Du, weil ich so sozial eingestellt war. Aber Kerl, Problem ist, dass man... Wie was? Wie du mit den Fahrrädern hier? Das Problem ist, dass man den halt kennt. Ne? Das ist fast schon wieder ein Problem. Ja. Weil du dann immer diese Kumpelbasis, das kann ich überhaupt nicht ab im Geschäft so. Ach, wir kennen uns ja und da leidet ja vielleicht auch irgendwas. Da muss man halt die Chefmann. Ja, mit dem Chefmann kriegst du den Zug hin, aber du bist ja ein guter Chef, was Handel betrifft. Gut. Ich mach mal weiter jetzt hier. Ich muss mal hier was tun. Ist jetzt zum Ende des Jahres hin ist jetzt alles recht unorganisiert hier im Keller tatsächlich. Das ist richtig chaotisch eigentlich und ich brauche eigentlich auch die Zeit, um aufzuräumen, zu machen, zu tun. Naja, und die Zeit habe ich nach dem 31. Oktober. Da habe ich noch den Rest der Woche Zeit, hier im Laden klar Schiff zu machen. Das ist ja Mittwoch. Und Donnerstag und den Freitag werde ich komplett hier aufräumen.
und eben noch auf Abholung warten, dass irgendwelche Leute ihre Räder noch abholen. Aber danach ist halt Schicht. Ja, die Schnallen da, die fallen mir ehrlich gesagt nicht. Aber was soll ich machen? Jetzt sind sie erstmal dran. Jetzt brauchen wir vorne noch eine Bremse an dem Cruiser. Da ist ja nicht dran. Den Hebel haben wir schon dran. Der ist auch eigentlich ganz geil. Der hat ein gutes Übersetzungsverhältnis. Jetzt brauchen wir hier aber noch eine Bremse dran. Und dann morgen müssen wir uns um den Antrieb kümmern und dann sind wir damit durch. Die passen. Wo seid ihr denn? Oh Mann, ey, was ist denn los heute mit mir? Mann, wie bescheuert! Da ist die Kamera! Ey, Mann, Herrgott! Was ist los, ey? Urlaub! Zeit, um Bäume zu fällen, offensichtlich. Ich meine. Der Teil jetzt vor. Also ich habe eine schöne BMX-Bremse. Mann, ich wollte die eigentlich nicht verkaufen, aber eine Original BMX-Bremse. Das ist die einzige, die hilft. Bei der Länge ist die geil. Oh. Bei dem Cruiser werde ich sie jetzt nochmal verbauen. Ich werde sie nochmal verkaufen. Die kostet jetzt, ich weiß, tut mir weh in ein paar Jahren. 30 Euro nehme ich jetzt dafür. Die müsste eigentlich mehr. Ich nehme jetzt 30 Euro und den Rest den lager ein, ganz einfach. Für die Bremse. So, der Ohrburner. So, jetzt machen wir jetzt noch. Was machen wir noch? Hey, machen noch was und noch was und noch was. Tja, Mensch, jetzt habe ich nicht mehr viel geschafft. Die Schaltung habe ich eingestellt. Ich sag mal so, ich mache jetzt Feierabend. Ich wünsche euch allen einen schönen Feierabend, eine schöne Bettruhe sozusagen. Wenn die Tore laden, schlafen die meisten ja schon. Und einen schönen Tag in den morgigen Tag. Und einen schönen Start in den morgigen Tag. Wir sehen uns dann morgen wieder. Also bis dann. Macht's gut. Ciao, euer Tommy.